machen eigentlich immer was Cooles. Es ist halt schon extrem anstrengend, weil man meistens schon so ein bisschen an seine Grenzen geht oder halt was Neues ausprobiert. In Bergen nimmst du schon oft potenziell mehr Risiko auf dich. Auf geht's, fahr mal. Achtung, Leute, das ist ja schwer. Ja! Der Expertkader ist ein Nachwuchsförderungsprogramm. Nicht ganz. Das ist alles recht abenteuerlich und anspruchsvoll da oben. Boah, mein ganzer Körper ist im Arsch jetzt schon. Und je mehr Ungewissheit, umso mehr Abenteuer. Es ist für mich einfach super cool, im Frauenteam unterwegs zu sein, weil sich das dann so normal anfühlt, was man macht. Nein! Theoretisch könnte ich mir auch denken, auch wenn ich irgendwie einen Typen sehe, das kann ich auch machen. Aber irgendwie spricht einen das nochmal auf einer anderen Ebene an und man denkt sich so, ah ja, wenn die das kann, dann kann ich das ja vielleicht auch. Unser Plan ist, nach Grönland zu fahren, dann eine Big Wall Erstbegehung im Fels zu machen. Ja, wir haben jetzt 2 Jahre geplant und jetzt morgen geht's wirklich einfach los. Die Wand war so riesig, man hat sich so klein gefühlt am Einstieg. Ich sehe gar nicht, wie wir hier durchkommen. Also ich sehe es wirklich überhaupt nicht, dass es klappt. Bei einer Erstbegehung, du steigst hier ein, du weißt ja nicht, was kommt. Ein richtig intensives Gefühl, wenn du so weißt, das, was du jetzt anfasst, da war noch nie jemand. Oh Gott, warum wird es nicht leichter?